Mahlzeit Mädels, ich muss den Anfang leider mit dem Handy filmen, weil ich vergessen habe, meine Kamera zu laden. Die liegt jetzt hinten drinne. Wir haben zwei Neuigkeiten. Neuigkeit Nummer eins ist, dass ich heute Morgen das gekriegt habe. Wir können ja mal gucken, ob das passt. Jetzt haben wir erstmal ein paar Tage Testzeit. Mal, das kriegen wir auf jeden Fall hier unter. Also mit kurzen Kennzeichen, also mit kurzen Buchstaben gab es das leider nicht. Weil das einfach nur für ein kleines kurzes Kennzeichen ist. Naja, muss ich so machen, geht auch. Vorne passt auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir noch eine Überraschung. Also ich hatte ja gesagt, dass hier ist ja ein GT30 drin. Das hatte ich komplett geprüft. Da habe ich geguckt, mit der Seriennummer steht GT30 drauf. So, ich habe nochmal die ganzen Fahrzeugpapiere von links auf rechts gedreht und musste feststellen, dass wir hier sehen können, Garrett GT35 eingetragen ist. So, ich habe mich aber geärgert, weil ich das zu spät gesehen habe und habe einen China Lada GT30 bestellt, Generation 2. Generation 2 bedeutet, er hat ein neues Verdichterrad und hier und da und ist ein bisschen hier getüdelt und da getüdelt. Der ist alte Schule. Und guck mal, was der Postbote mir heute gebracht hat. Neue Schule. Da liegt er drin mit schwarzem Gehäuse. Und wenn ich den anderen ausgebaut habe, zeige ich euch auch mal die Unterschiede. Ne, vom Auspuffflanke ist er gleich. So, und hier seht ihr schon, hier sind Löcher drin, ist ein Highfloor-Gehäuse. Hier könnt ihr sehen, das ist dieses überarbeitete neue Rädchen hier. Ne, von der Anschlüsse her ist er komplett gleich, auch vom Auspuff her. Probieren wir den China-Lader mal aus. Der jetzt drauf ist, ist auch ein China-Lader, bloß der allerersten Generation, ne? So, und das tauschen wir jetzt einfach mal aus. Der Lader ist auch noch gut, der kommt auf Lager, das ist gar kein Problem. Aber das ist ein 35er und das ist ein GT30. Wenn der da drin ist, macht die Bude definitiv mehr Bums. Und das werde ich jetzt reinbauen. Also wir sehen uns gleich wieder. So Jungs, ich habe das schon soweit freigelegt. Die Rohre sind weg, der ganze Ansaugtrakt, das liegt hier alles. Da könnt ihr schon mal den alten Turbolader sehen, keine Löcher drin. M24, auch von Turbo. Blablabla, lesen wir gleich, wenn er rausgebaut ist. Ist nur ein GT30. Vom Zustand her ist er noch sehr gut. Wasserleitung und Ölzufuhr ist auch schon runter. Ich muss jetzt nur noch Krümmer lösen und Ölrücklauf und den ganzen Turbolader an sich und dann kann der raus. Und wenn er gleich draußen ist, dann vergleichen wir das mal auf dem Boden von dem hier zu dem hier. Ja, meine Kamera ist so leer, ich muss hier so durch die Gegend laufen. Das ist meine mobile Steckdose, weil alles mit dem Handy filmen ist dann doch ein bisschen krass. Habe ich keine Lust mehr zu. Ja gut, ich reiße das da jetzt weiter auseinander und dann gucken wir mal. Herr Mädels, Turbo ist raus. Jetzt könnt ihr auch mal sehen, was ich meine mit alter Technik, alter Flansch. Jeder, der ein V6 Turbo hat, der weiß, was ich meine. Was das hier für ein Flansch ist. Das ist so ein altes Ding mit internen Westgate, was das mal damals war. Turbolader liegen beide zum Vergleich da. Damit wir mal eben gucken können, Öllauf ist ab. Sieht doch alles soweit ganz gut aus. Was ich gesehen habe, Westgate ist hier oben so ein bisschen lose. Das werde ich gleich auch noch aufmachen und festmachen. Komm her, wir gucken uns mal die Turbolader an. Ich habe nochmal einen Zollstock mitgenommen, damit wir uns die Unterschiede mal angucken können. Aber ihr seht ja schon, vom Auspuffflansch her sind die gleich. Was ich jetzt so auf den ersten Blick sehe, ist alles klar. Das Loch ist groß. Das ist eigentlich schön fein hier eine Runde. Das hier sieht so ein bisschen abgefressen aus. Nicht vergessen, sind beide China-Lader, ne? So, haben beide denselben Auspuffflansch. Meine ich Krümmerflansch. Beides das gleiche. Dann drehen wir den jetzt gleich mal um. Was ich jetzt so sehe, ist alles klar. Der hier steht anders wie der. Ist aber überhaupt gar kein Problem. Man kann diese Schrauben hier in der Runde leicht lösen. Dann kann man den hin und her stellen. Man könnte auch theoretisch die andere Seite lösen vom Abgasgehäuse und den ganzen Lader drehen, falls das gleich nicht passt mit den ganzen Ölanschlüssen. Das vergleiche ich gleich mal. Dann drehe ich mir den so hin, wie ich den brauche. Und dann ist das gut. Ja, ich habe den gewählt mit Abgasgehäuse in Schwarz, weil ich das eigentlich finde, passt das ganz gut dazu. Abgasgehäuse, Frischluftgehäuse.
Ja. So, meine Zigarette ist fertig, dann können wir jetzt mal umdrehen. So, das ist die erste Generation China-Lader. Ihr seht, wie klein das Rad hier drin ist. Hier sind keine Löcher dran. Hier steht, wenn wir den umdrehen, GT30. Ne? Kann man sehen, der ist von turboparts.de mit Seriennummer, alles klar. Der Lader ist auch noch top, der hat kein Wellenspiel, der lässt sich noch super drehen, weil der ist überhaupt nicht kaputt. Da haben sie einen Ölrücklauf gebaut. Richtig schön mit dicke Schrauben. Den werde ich gleich, der passt direkt hier drauf, werde ich alles 1:1 übernehmen. Das kann ich alles 1:1 übernehmen. 63er Abgasseite hat er hier. Hier haben wir auch eine 63er Abgasseite. So, der Unterschied ist einfach zwischen den beiden Ladern. Das hier, wie gesagt, ist ein GT30 und das hier ist ein GT35. So, das ist, sag ich mal, Stufe 1. Dann gab es den noch als Stufe 2 mit Löcher hier drin, so wie der hat. Das nennt sich High Floor. Und er hier ist jetzt sowas ganz Spezielles. Ne? Seht ihr den Unterschied? Das ist schon mal GT35. Wir sehen das Loch. Wir können mal messen. Nur mal so eben so ungefähr. Haben wir hier 65, würde ich sagen, inneres Loch. So, und hier haben wir 55, ne? So ungefähr. Ne, der Außenmaß ist, glaube ich, gleich. 100 und 100. Die sind auch gleich. Also es ist relativ alles dieselbe Suppe. Aber man sieht halt sofort den Unterschied zwischen dem Verdichterrad, ne? Alte Generation. Und sofort hier zwischen neue. Ne, das sieht richtig geil aus. Da werden wir mal gucken, weil wir ja heute Kurzzeitkennzeichen haben. Das heißt, Jungs, es gibt Videos ohne Ende. Ich werde den Scheiß jetzt hier einbauen und dann hier sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe den jetzt ausgebaut und umgerichtet. Oder was heißt ausgebaut? Umgebaut. Ich habe die Schrauben hier gelöst, dann habe ich mein Abgasgehäuse so gedreht, dass meine Wasserflansche und der Ölflansche, und das ja vom Winkel genauso steht wie der andere, habe den Ölflansch schon umgeschraubt. Jetzt könnte ich den theoretisch schon wieder einbauen. Ja, also der Turbolader hier ist von der Firma Turbocharger, Modell GT3582-22. Ja, GT35 ist wie gesagt auch eingetragen an der Bude hier. Dann werden wir jetzt den Lader hier nehmen. Schön mit neuen Dichtungen und alles, und dann werden wir den da hinten schön dran verweilen lassen. Und dann werden wir dann nachher mal schön eine Runde mit drehen. Und mal gucken, wie der läuft. Bin ich ja echt gespannt. Ne? Ich meine, das ist auch nur China-Ware, 170 Euro, 220 Euro. Ne? Also das Ding hier 220, 170. Und man sieht das schon allein am Loch. Seht ihr das? Also ich sag, da kommt nachher wesentlich mehr. Schon krass, der Unterschied. Naja. So, Jungs, verbaut ist das gute Stück. Ist nur eben alles handfestgeschraubt. Die vier Schrauben am Krümmer sind drin. Den Auspuffflansch habe ich schon wieder dran. Das Wastegate hatte ich ein bisschen gelöst, damit ich ein bisschen Platz habe mit dem Auspuff. Ja, ich bin noch ein bisschen außer Puste. War echt anstrengend, den alleine da hochzuhalten und reinzupacken. Aber er passt da so schön Plug and Play dran, die alte China-Waffe hier. Und dann gucken wir mal, ne? Jetzt mache ich gleich den ganzen Rest wieder fest und dann lasse ich den mal warm laufen mit euch hier zusammen und dann schauen wir mal. Ich bin echt gespannt, was da nachher geht. Wir machen ja noch Kennzeichen ran und all so Getüdel, weil der Kennzeichen halt da vorne ist nicht mehr so der geilste. Ja, hätte ich mal zwei Kuchenbleche mitgenommen. Für vorne und für hinten, aber naja, gut. Und das Westgate muss ich noch einprüfen. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, Jungs, es ist vollbracht. Der Turbo sitzt soweit. Ölzulauf ist dran. Die Wasserleitungen sind alle wieder dran. Ölrücklauf ist da unten wieder dran. Die Kappen sind noch drauf. Die nehme ich jetzt gleich runter. Jetzt können wir anfangen, den Ansaugtrakt wieder einzubauen. Westgate habe ich auch schon fest. So, das normal. Ja, und dann kann das hier auch schon fast volle Pulle losgehen, ne? Sag ich euch so. Dann kann ich den gleich schön warm laufen lassen. Freue ich mich drauf. Hey, das sieht einfach so sexy aus, ne? Kranke Scheiße, ich bin so gespannt. Naja, Jungs, bis später. Ich rauche jetzt erstmal eine. So, Mädels, wir haben alles verbaut, alles fest. Alle Schellen sind wieder drin. Turbolader sitzt drin. Alles vernünftig fest hier. Fehlt da hinten noch die Plastikabdeckung. Und dann sind wir auch schon fast so weit. Und dann können wir ihn gleich starten. Habe ich den hier festgezogen? Natürlich nicht. Ziehe ich den noch eben fest.
Und den vom Bremskraftverstärker muss ich da hinten nochmal eben gleich wieder drauf stecken. Und dann könnten wir ihn theoretisch eigentlich mal eben starten, ne? Also ich mache das nochmal eben fest und mache den vom Bremskraftverstärker rein und dann starten wir ihn gleich. So, dann wollen wir mal gucken, ob der Hobel läuft, ne? Wie gesagt, mit der Spritze habe ich vorher auch Öl in den Turbolader gepackt, von dem Öl, was hier auf dem Motor ist, ne? Das ist ja ganz klar. Ich habe jetzt nicht alles gefilmt, ich will nicht so riesen Videos mehr machen. Gleich mal. Ja, bis auf, dass der Riemen quietscht nach unserer Rückfahrt, geht er rein. Kennzeichen ist auch drin. Wie gesagt, ich lasse ihn ja erstmal ganz in Ruhe warm kühlen hier. Wir haben hier, glaube ich, auch noch nichts an Temperaturen. Ja, doch ein ganz bisschen. Aber Öltemperatur haben wir noch gar nichts. Ja, absolut nichts. Schade, dass der Riemen so quietscht. Muss ich noch mal einen neuen holen. Aber sonst, da qualmt er jetzt ein bisschen, natürlich ganz normal, alles neu. Ne? Da gehen wir nachher mit auf die Bar. Da geht dann los, mal gucken, was da geht, was der uns sagt. Bevor wir das vergessen, ich habe noch einen neuen Schaltknauf geholt oder einen Schaltsack mit Knauf. Im Gegensatz zu dieser alten Grütze hier, weil der ist hier total abgeranzt. Gucken wir mal, ob wir den hier gleich runterkriegen. Oder jetzt. Wäre ja auch mal was. Ich trete die Kupplung dabei, damit er nicht irgendwie losfahren will. Oder ich aus Versehen Gang reinhau. So, das war schon. Seht ihr das? Weg damit, der ist voll in den Arsch. Tschüss. Und jetzt kommt der neue. Da muss die Kamera aber für weglegen, mit der Kneifzange hier im Zusammenmachen und ist gut. Hey Jungs, Feierabend. Handschuh, Tor rollt, Golf ist drin, Kennzeichen sind dran, alles fertig. Und dann geht halt gleich los auf die Piste. Ich muss aber noch was essen. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich warte erstmal in der Tor und dann. Feierabend, wie das so ist. So, Tor ist zu. Autos sind alle drinnen. Wie gesagt, Turbolader ist eingebaut. Schön alles drin, alles trocken, alles fein, alles schicki. Der alte Lader liegt jetzt hier. Hat natürlich auch die ganzen alten Blindkappen drauf gekriegt. GT30. Und jetzt haben wir GT35. Ich gehe jetzt erstmal schön leckeren Döner verhaften. Und dann werden wir gleich nochmal eine Runde drehen damit. Ne? Also bis später.